Hallo zusammen, hier ist Basti von den Casual Theory Craftern und ich zeige euch heute mal die Diablo 3 Entwicklerhölle. Ja, ihr fragt euch sicherlich alle, wie kommen wir überhaupt zu dem Erfolg, zu der Heldentat Klöng Klöng? Sprich, wie schicken wir den Hauptentwickler Jay Wilson zurück in die Hölle? Wie kommen wir dahin? Wir sind jetzt hier derzeit auf dem Friedhof der Verlassenen und sehen, ja, drei Krypten, so wie immer, und eine geschlossene. Sobald sich die andere Krypta, die vierte, aber noch öffnen sollte, dann kommen wir in die Entwicklerhölle und kommen auch zu Jay Wilson. Das Ganze sehen wir hier im Reich des finsteren Königs, in der Questauswahl auswählen, das Spiel starten und zu dem Wegpunkt Friedhof der Verlassenen direkt rüber. Ich freue mich über jede Gelegenheit, mit euch zu reisen. Auf dem Wegpunkt angekommen, sehen wir, okay, wieder drei Krypten, dreimal die Entweiterkrypta offen und einmal die Entwicklerhölle offen. Bei mir hat es knapp 30 bis 40 Mal gebraucht, bis die Krypta dann doch offen war. Also, nicht entmutigen lassen, einfach weiterhin versuchen, dass das Ding auch aufgeht. Beim Sebi zum Beispiel hat es 80 Mal gebraucht und danach war es immer noch nicht offen. Also lasst euch einfach nicht entmutigen, irgendwann öffnet sich hier die Entwicklerhölle auch. In der Entwicklerhölle selbst haben wir drei Arten von Zombies. Einmal die dicken Zombies, die ein bisschen was aushalten. Einmal die Spuckzombies, die ziemlich viel Schaden machen. Und die kleinen Zombies, die eigentlich mit einem Schlag schon tot sind. Und hier auf den Zombies selbst seht ihr auch, es steht nicht nur einfach Zombie geschrieben, sondern jeder Zombie hat einen Namen von irgendeinem Entwickler, der bei dem Spiel auch irgendwo mitgemacht hat. Ich habe mir die Mühe gemacht und mir die ganzen wirklich einmal genau angeguckt, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, deshalb habe ich das Ganze im Zeitraffer für euch mal dargestellt und wir werden auch gleich zu Jay Wilson, dem Chef des Ganzen, rüberspringen und gucken uns das Ganze einfach mal an, wie er denn aussieht, wie der Erfolg aussieht und was er denn überhaupt kann. Jay Wilson selbst ist ziemlich schwerfällig, ziemlich groß, brennt noch ein bisschen nach sozusagen, hat am Ende, wenn er tot ist, die Fähigkeit, dass wir nicht zu ihm gehen sollten, denn er explodiert danach noch, also er ist molten, aber man sieht selbst, er macht nicht wirklich viel gegen einen Magier, gegen einen Zauberer. Klöng, klöng, da haben wir es, wenn ihr euch irgendwie gefragt habt, wo gibt's das Ganze denn, ja, hier unten gibt's das Ganze. Viel Spaß beim Nachmachen und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.